Die Kampfflugzeuge Khan, die als das erste einheimische und nationale fünfte Generation Kampfflugzeug der Türkei gelten, sorgen in der Luftfahrtwelt für großes Aufsehen. Doch welche Eigenschaften besitzt dieses revolutionäre Flugzeug? Wie wird es sich im Vergleich zu seinen Konkurrenten wie der F-35 und der Su-57 schlagen? In diesem Video werden wir alle Details von Khan untersuchen, von seinem Design bis hin zu seinen Waffensystemen. Wenn Sie sich für militärische Luftfahrt interessieren, vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren und dieses Video zu liken. Bereit? Dann lassen Sie uns die Macht der Türkei am Himmel entdecken. Das Khan-Entwicklungsprojekt wurde mit dem Ziel ins Leben gerufen, die F-16 Kampfflugzeuge, die in den 2030er Jahren aus dem Bestand der türkischen Luftwaffe ausscheiden sollen, durch ein neues Kampfflugzeug der nächsten Generation zu ersetzen. Dieses Projekt stellt einen der bedeutendsten Fortschritte in der türkischen Verteidigungsindustrie dar. Die türkische Luft- und Raumfahrtindustrie, TUSAS, ist der Hauptauftragnehmer dieses Projekts und entwickelt ein hochmodernes Kampfflugzeug unter Nutzung aller inländischen Ressourcen. Khan wird mit den fortschrittlichen Eigenschaften ausgestattet sein, die für Kampfflugzeuge der fünften Generation erforderlich sind. Dazu gehören eine geringe Radarsignatur, interne Waffenschächte, hohe Manövrierfähigkeit, überlegene Situationswahrnehmung sowie eine Sensorfusion. Damit wird die Türkei zu einem der wenigen Länder weltweit gehören, die in der Lage sind, ein Kampfflugzeug der fünften Generation zu entwickeln, eine Fähigkeit, die bisher nur Länder wie die USA, Russland und China besitzen. Die Khan-Kampfflugzeug, das als fünftes Generation Mehrzweckkampfflugzeug der Türkei entwickelt wird, entsteht unter der Leitung von TUSAS, türkische Luft- und Raumfahrtindustrie. Das Flugzeug zeichnet sich durch eine hohe Manövrierfähigkeit, eine geringe Radarsignatur und fortschrittliche Avioniksysteme aus. Khan verfügt über Stealth-Fähigkeiten und wurde so konzipiert, dass seine Radarsignatur minimiert wird. Der Rumpf des Flugzeugs ist so gestaltet, dass rechtwinklige Flächen vermieden werden, um die aerodynamische Effizienz zu maximieren. Es handelt sich um ein zweistrahliges Kampfflugzeug, dessen Lufteinlässe in den Rumpf integriert sind, um die Radarsichtbarkeit zu reduzieren. Für eine optimale Sicht des Piloten wurde eine großflächige Cockpitkanzel verwendet. Die Nasenpartie von Khan ist für ein ISR-Radar ausgelegt, während interne Waffenschächte dazu beitragen, die geringe Radarsignatur aufrechtzuerhalten. Das Flugzeug hat eine Länge von ca. 21 Metern, eine Spannweite von ca. 14 Metern und eine Höhe von ca. 6 Metern. Das maximale Startgewicht liegt zwischen 27.000 und 29.000 Kilogramm. Khan besitzt eine Waffenlastkapazität von 10 Tonnen, wobei sowohl interne als auch externe Waffenstationen genutzt werden können. Es verfügt über typische Eigenschaften eines Kampfflugzeugs der fünften Generation, darunter Überschallgeschwindigkeit, Superkruise, Überschallflug ohne Nachbrenner, eine geringe Radarsignatur und hochentwickelte elektronische Kriegsführungssysteme. Zusätzlich wird Khan mit KI-gestützten Missionssystemen, erweiterten Zielerkennungsfähigkeiten und der Möglichkeit zur Nutzung einer breiten Palette von Munitionstypen ausgestattet, wodurch es eine entscheidende Rolle in modernen Luftkampfszenarien spielen soll. Das Kabinendesign des Khan-Kampfflugzeugs wurde mit fortschrittlichen Avioniksystemen ausgestattet, die in Kampfflugzeugen der fünften Generation üblich sind. Die Kabine ist mit einer großflächigen Kanzel ausgestattet, um die situative Wahrnehmung des Piloten auf höchstem Niveau zu fördern. Sie ist für einen Einzelpiloten konzipiert und bietet dank des ergonomischen Designs die Möglichkeit, auch bei längeren Einsätzen mit hoher Effizienz zu arbeiten. Im Kabinendesign von Khan wird die Glaskuppeltechnologie, die in modernen Kampfflugzeugen Standard ist, verwendet. Anstelle traditioneller analoger Anzeigen wird eine große Touchscreen-Anzeige für die Datenvisualisierung genutzt. In der Mitte der Kabine befindet sich ein hochauflösender Großbildschirm, Large Area Display, der es dem Piloten ermöglicht, Radarinformationen, Waffensysteme, Flugdaten und die Einsatzsteuerung auf einem einzigen Bildschirm zu überwachen. Das Head-Up-Display, HUD, ermöglicht es dem Piloten, die wichtigsten Flugdaten direkt in Augenhöhe zu sehen, sodass er die Umgebung nicht aus den Augen verlieren muss. Zusätzlich ist im Khan ein fortschrittliches helmmontiertes Anzeigesystem, HMD, integriert. Mit diesem System kann der Pilot Ziele verfolgen und Waffensysteme aktivieren, abhängig von der Richtung, in die er seinen Kopf dreht.
Die Kabine ist mit künstlicher Intelligenz, KI, ausgestattet, um die kognitive Belastung des Piloten während des Fluges zu verringern. KI-Systeme übernehmen Aufgaben wie Einsatzplanung, Bedrohungsanalyse und automatisierte Entscheidungsunterstützung, sodass der Pilot schnell auf die wichtigsten Informationen zugreifen kann. Darüber hinaus ermöglicht das Sprachsteuerungssystem dem Piloten, bestimmte Flug- und Kampfsysteme per Sprachbefehl zu steuern. Das HOTAS, Hands- und Hotlay-and-Stick-Steuerungssystem ist ebenfalls im Cockpit integriert. Dieses System beschleunigt den Zugriff des Piloten auf Flug- und Waffensysteme und gewährleistet eine maximale Effizienz während des Einsatzes. Zusätzlich sind die Kabinenluftdruckregelung und das Klimaanlagensystem so konzipiert, dass sie den Komfort des Piloten bei hohen Flughöhen und langwierigen Einsätzen erhöhen. Insgesamt kombiniert das Kahn-Kabinendesign fortschrittliche Avioniksysteme, KI-Unterstützung und ergonomische Designmerkmale, um dem Piloten in einem modernen Luftkampfumfeld die bestmögliche Leistung zu ermöglichen. Das Kahn-Kampfflugzeug, als Kampfflugzeug der fünften Generation, verfügt über fortschrittliche technologische Merkmale und wurde entwickelt, um in modernen Luftkämpfen eine Überlegenheit zu erzielen. Eine der wichtigsten Technologien im Flugzeug ist das Rumpfdesign, das eine geringe Radarsignatur ermöglicht. Dank seiner Stealth-Eigenschaften wird die Wahrscheinlichkeit, von feindlichen Radaren erfasst zu werden, minimiert. Zur Reduzierung der Radarsignatur wurden in den Rumpf integrierte Lufteinlässe, interne Waffenschächte und spezielle Beschichtungsmaterialien verwendet. Kahn ist mit fortschrittlichen Avioniksystemen ausgestattet und nutzt eine Glascockpit-Technologie mit einem multifunktionalen Großbildschirm. Die Flug- und Einsatzmanagementsysteme arbeiten zusammen, um die kognitive Belastung des Piloten zu reduzieren. Dank künstlicher Intelligenz kann der Pilot Prozesse wie automatische Zielerkennung, Bedrohungsanalyse und Einsatzplanung schnell und effizient durchführen. Zusätzlich ermöglicht das helmmontierte Anzeigesystem, HMD, dem Piloten, Ziele durch Kopfbewegungen zu verfolgen und Waffensysteme zu steuern. Das Flugzeug ist mit einem fortschrittlichen ISR-Radar, Active Electronically Scanned Array, ausgestattet, das aufgrund seiner weiten Reichweite und hohen Präzision sowohl Luft- als auch Bodenziele erfassen kann. Das ISR-Radar bietet zudem elektronische Kriegsführungsfähigkeiten, um feindlichen Radaren entgegenzuwirken und kann somit eine effektive Reaktion auf Bedrohungen zu ermöglichen. Darüber hinaus kann das Flugzeug mit elektrooptischen Zielverfolgungssystemen und Infrarot Search and Track, ISD, Sensoren feindliche Flugzeuge passiv überwachen. Kahn verfügt über Datenverbindungssysteme, die netzwerkzentrierte Kriegsführungsfähigkeiten bieten, sodass es koordiniert mit freundlichen Einheiten und anderen Luftplattformen zusammenarbeiten kann. Dank moderner Kommunikationsprotokolle wie Link 16 ermöglicht das Flugzeug den Echtzeitdatenaustausch und verbessert die Situationswahrnehmung im Luftraum. Das Flugzeug besitzt die Fähigkeit zum Supercruise, das heißt, es kann die Schallgeschwindigkeit überschreiten, ohne Nachbrenner zu verwenden. Diese Eigenschaft ermöglicht es Kahn, bei langstreckigen Einsätzen mit geringerem Treibstoffverbrauch schneller zu fliegen. Durch seine doppelmotorige Konstruktion bietet es sowohl hohe Schubkraft als auch Manövrierfähigkeit. Das Fly-by-Wire-System gewährleistet eine präzise Steuerung, indem es die Befehle des Piloten in digitale Signale umwandelt. Das Kahn-Kampfflugzeug, als Kampfflugzeug der fünften Generation, verfügt über ein breites Waffenspektrum und wurde für verschiedene Einsätze entwickelt. Dank der internen Waffenschächte und Unterflügelstationen kann das Flugzeug sowohl Luft-Luft- als auch Luftbodenmunition transportieren. Die internen Waffenschächte wurden so konzipiert, dass sie die Stealth-Eigenschaften des Flugzeugs bewahren und die Wahrscheinlichkeit einer Erkennung durch feindliche Radarsysteme minimieren. Die Unterflügelstationen bieten zusätzliche Munitionstragekapazität, wodurch die Einsatzflexibilität des Kahn erhöht wird. Das Flugzeug ist mit modernen Luft-Luft-Raketensystemen ausgestattet, die Kurz-, Mittel- und Langstreckenraketen umfassen. Kahn kann feindliche Flugzeuge auf große Entfernungen mit radargesteuerten Raketen wie der AIM-120 AMRAAM und ähnlichen Systemen ausschalten. Für den Nahbereichsluftkampf wird es mit IRIS-D, AIM-9X Sidewinder oder ähnlichen infrarotgelenkten Raketen ausgestattet, die mit dem helmmontierten Zielsystem, HMD, integriert sind, um es dem Piloten zu ermöglichen, das Ziel mit Kopfbewegungen zu erfassen. In Bezug auf Luftbodenangriffsfähigkeiten ist Kahn mit intelligenter Munition ausgestattet und bietet eine hohe Zielgenauigkeit.
GBU, 39 Small Diameter Bombs, JDAM, Joint Direct Attack Munition und andere gelenkte Bomben können Bodenziele präzise zerstören. Zudem kann das Flugzeug mit SOM, Stand-off-Missile-Systemen ausgestattet werden, die es ihm ermöglichen, feindliche Luftabwehrsysteme und strategische Bodenziele effektiv anzugreifen. Das Flugzeug wird auch mit lasergelenkten Raketen ausgestattet, die gegen Bodenziele verwendet werden können. Raketen wie Elumtas oder ähnliche Panzerabwehrraketen können gepanzerten Zielen und Bunkern effektiv schaden. Zudem könnte Khan auch mit Kreuzfahrtraketensystemen und Antischiffraketen für den Einsatz gegen Seeziele ausgerüstet werden. Um seine elektronische Kriegsführungsfähigkeiten zu erweitern und feindliche Radarsysteme zu stören, ist Khan mit elektronischen Kriegspods und Selbstschutzsystemen ausgestattet. Diese Systeme stören feindliche Radarsysteme und Raketenlenkungssysteme, um die Überlebensfähigkeit des Flugzeugs zu erhöhen. Zusätzlich sind fortschrittliche Fackeln und Täuschkörper installiert, um radargelenkte Raketen zu täuschen. Für den Nahkampf und Notfälle ist Khan ebenfalls mit einem internen Kanonensystem ausgestattet, das hohe Feuerrate bietet und sowohl gegen feindliche Flugzeuge als auch gegen Bodenziele effektiv eingesetzt werden kann. Das Khan-Kampfflugzeug verfügt über ein doppeltes Triebwerksystem, das hohe Schubkraft, Superkruisefähigkeit und außergewöhnliche Manövrierfähigkeit bietet. Das Triebwerkssystem wurde entwickelt, um die Anforderungen eines Kampfflugzeugs der fünften Generation zu erfüllen und bietet hohe Leistung, um einen Vorteil in Luftkämpfen zu verschaffen. Im ersten Prototyp von Khan werden General Electric F110, GE-129 Triebwerke verwendet, und in späteren Phasen ist die Integration eines heimischen Triebwerks, das von Türkei entwickelt wird, geplant. Diese Triebwerke bieten hohe Schubkraft und Kraftstoffeffizienz, was es Khan ermöglicht, in Langstreckenmissionen effektiv zu operieren. Khan wurde mit der Fähigkeit zu Supercruise, Übertreffen der Schallgeschwindigkeit ohne den Einsatz von Afterburner, entwickelt. Diese Fähigkeit ermöglicht es dem Flugzeug, die Schallgeschwindigkeit ohne den zusätzlichen Kraftstoffverbrauch eines Afterburners zu überschreiten. Diese Eigenschaft bietet nicht nur Kraftstoffeinsparungen, was die Einsatzzeit verlängert, sondern ermöglicht auch das schnelle Erreichen des Zielgebiets, ohne von Feindradars oder Sensoren erfasst zu werden. Die maximale Geschwindigkeit von Khan kann Mach 2 erreichen, während die Supercruise-Geschwindigkeit bei etwa Mach 1,4 erwartet wird. Dies verschafft Khan einen Vorteil in Luftüberlegenheitsmissionen. In Bezug auf die Manövrierfähigkeit ist Khan aufgrund seines hohen Schubgewichtsverhältnisses und seiner aerodynamischen Struktur ein äußerst agiles Kampfflugzeug. Das Rumpfdesign weist scharfe Kanten auf, die die Radarreflexion minimieren, während die großen Tragflächen und entwickelten Steuerflächen die Manövrierfähigkeit verbessern. Das doppelte Triebwerkssystem sorgt dafür, dass das Flugzeug hohen Gehkräften widerstandsfähig ist, was ihm in Nahkämpfen eine hohe Einsatzfähigkeit verleiht. Insgesamt wurde Khan mit starken Triebwerken, der Fähigkeit zu Supercruise, einem hohen Schubgewichtsverhältnis, entwickelten Flugsteuerungssystemen und einem aerodynamischen Design entwickelt, um in modernen Luftkämpfen die Luftüberlegenheit zu gewinnen. Mit seiner Manövrierfähigkeit und Geschwindigkeit ist Khan sowohl für Luftüberlegenheitsmissionen als auch für Multirole-Einsätze äußerst effektiv. Das Khan-Kampfflugzeug wird schrittweise in den Bestand aufgenommen, je nach Entwicklungsprozess. Der erste Flug wurde am 21. Februar 2024 erfolgreich durchgeführt, und die Testphase wird voraussichtlich mehrere Jahre dauern. Der Eintritt in den Bestand der türkischen Luftwaffe und die operationelle Einsatzbereitschaft sind für das Jahr 2028 geplant. Während des Übergangs in die Serienproduktion werden die Integration des heimischen Triebwerks und die Systemtests abgeschlossen, um Khan in seine vollständige operationelle Kapazität zu bringen. Khan, eines der größten Projekte der türkischen Luftfahrtindustrie, bereitet sich darauf vor, eine bedeutende Rolle im Luftkrieg der Zukunft zu spielen. Als Kampfflugzeug der fünften Generation hat es mit seiner fortschrittlichen Technologie, hohen Manövrierfähigkeit, Supercruise-Fähigkeit und breiten Waffenpalette nicht nur türkische, sondern auch internationale militärische Luftfahrtinteressen geweckt. Dieses Flugzeug, das die Fähigkeiten der türkischen Verteidigungsindustrie weltweit unter Beweis stellt, wird eine Schlüsselrolle im Zukunftskampf um die Luftüberlegenheit spielen. Was denken Sie über das Khan-Kampfflugzeug? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit, indem Sie einen Kommentar hinterlassen. Wir sehen uns in den kommenden Videos, bis bald!